Liebe Frau Weinzierl, lieber Herr Steigenberger, meine Damen und Herren, der Titel des Seminars Umwelt, Ethik, Nein, Danke ist vielleicht etwas tiefenpsychologisch gemeint, vielleicht sogar zu tief, sodass es doch nicht so angekommen ist, wie es sollte. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was die Tiere auf der Einladung sollen. Wie Sie sehen, sind es ja Schweine. Ich weiß es nicht, ich muss das einfach sagen, nicht, dass Sie der Ansicht sind, ich hätte vielleicht die gezeichnet. Es kann sein, dass es aus Animal Farm ist, eben dieses so beinahe prophetische Werk Anfang dieses Jahrhunderts, wo die Tiere da beraten. Kann sein, wahrscheinlich kann Frau Weinzierl oder Herr Steigenberger Ihnen das sagen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Wie Herr Steigenberger bereits gesagt hat, komme ich aus der Naturwissenschaft. Und das hat nun zu dem Thema etwas zu tun. Ich möchte den Vortrag, wenn Sie mir das gestatten, mit einem etwas makabren Witz beginnen. Es war auf einem Flug über den Atlantik, so ungefähr in der Mitte, alles nur noch Wasser, setzt eine Maschine aus, die Steuerbordmaschine ganz außen. Und dann beobachten das die Passagiere, es war damals noch Propellerflug, also der Propeller ist eben stehen geblieben, nicht wahr? Und dann hört man die Stimme des Captains und der beruhigt die Passagiere, sie brauchen keine Sorge zu haben, die Maschine fliegt auch mit 3 Motoren sicher nach Amerika. Nach einer Stunde setzt dann die Backbordmaschine aus auf der linken Seite. Und wieder steht der Propeller und der Captain meldet sich, die Passagiere bräuchten sich also nicht zu beunruhigen, die Maschine sei so gut gebaut, die kommt auch mit 2 Motoren noch nach Amerika. Aber jetzt setzt die 3. Maschine aus und wieder sagt der Captain, die Passagiere bräuchten sich nicht zu beunruhigen, auch noch mit 1 Maschine kommt das Flugzeug nach Amerika. Jetzt aber setzt die 3. Maschine auch noch aus. Und der Captain meldet sich wieder und sagt, liebe Passagiere, sprechen Sie mir nach. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Sie kennen vielleicht den Text noch. Ist makaber, nicht wahr? Es geht aber tiefer als nur eben dieser Witz vielleicht, wenn man ihn von der Oberfläche her betrachtet, aussagt. Es ist sogar die Quintessenz dieses Vortrages. Sie werden sehen, wieso. Es ist heute nicht mehr gefährlich, über Umweltschutz zu sprechen. Alle sprechen über Umweltschutz. Es gibt eine Umweltschutzindustrie, also die Umwelt wird mit Hilfe von Maschinen bereits geschützt. Es ist nicht mehr gefährlich, im Gegenteil, es ist sogar geschäftsträchtig geworden, die Umwelt zu schützen. Die Automobile sind katholisch, also Kat-Auto, nicht Katalysator-Auto. Also Umweltschutz ist keine gefährliche Sache mehr. Das war nicht immer so, meine Damen und Herren. Und jetzt hängt das eben zusammen damit, dass ich Professor für physikalische Chemie bin in Basel. In den 50er Jahren habe ich auf dem Gebiet der Atomenergiegewinnung gearbeitet. Im Bereich der Isotopentrennung, speziell Herstellung von schwerem Wasser. Habe im Auftrag der Schweizerischen Studienkommission für, hätte beinahe gesagt, für Umweltschutz, für Atomenergie. Schweizerische Studienkommission für Atomenergie
an der Entwicklung einer Anlage gearbeitet, eben zur Herstellung von schwerem Wasser. Zusammen mit zwei Kollegen. Die Arbeiten wurden erfolgreich. Es gibt Patente darüber, immer noch. Eine große Firma in der Schweiz, multinationaler Konzern, hat die Patente übernommen. Und ich wurde 1959 von dieser Firma nach Frankreich delegiert, um den Bau einer solchen Anlage in einem großen französischen Atomforschungszentrum zu leiten. Und das Jahr 1959 war nun gerade das Jahr, wo die französischen Militärs ihre erste Atombombe gezündet haben, in der damals noch französischen algerischen Sahara. Die erste französische Atombombe war eine Plutoniumbombe. Und das Plutonium wurde mit Hilfe von schwerem Wasser in den Reaktoren hergestellt. Ich habe geholfen, in diesem kritischen Jahr in Frankreich schweres Wasser zu machen. In einem großen Forschungszentrum in der Nähe von Paris. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist jetzt schuld an der französischen Atombombe oder an der Atombombe überhaupt? Wer ist schuld? Der Schuldige wird immer genannt mit Namen, ist ein berühmter Name. Das ist der andere, meine Damen und Herren. Es ist immer der andere. Also das waren die Militärs, das sind die Wirtschaftsleute, das sind die Konsumenten, die brauchen ja Energie und so weiter und so fort. Der andere. Wenn Sie die Wissenschaftler fragen, wer ist schuld an den Folgen eurer Naturforschung, die ja jetzt offensichtlich durch die moderne Technik, die ja eine Tochter der modernen Naturwissenschaft ist, die Umwelt bedroht. Das ist zweifellos der Fall. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu beweisen. Wenn Sie die Wissenschaftler fragen, wer schuld ist, der andere. Eben die Industrie zum Beispiel, die das so auswertet. Sie sind unschuldig, sie sind die unschuldigsten Menschen, die es gibt. Und deshalb tragen sie auch weiße Mäntel in den Laboratorien. Die sind unschuldig. Die anderen sind schuld. Es hat ja das auch so angefangen, denn es handelt sich hier um eine schwere Sünde, nämlich um die Sünde des Hochmutes, sein zu wollen wie Gott. So hat es angefangen. Als Gott damals, Sie können das in der Bibel nachlesen, im ersten Kapitel der Genesis, als Gott Adam fragte, was hast du getan, hatte der gleich zwei andere. Der Adam, das Weib, das du mir gegeben hast, hat. Die Eva war noch nicht emanzipiert, die hatte nur einen anderen, aber die Schlange, immer der andere. Und solange wir die Schuld nicht am richtigen Ort suchen, wird es nicht besser. Und der richtige Ort heißt mea culpa, meine Schuld. Und ich glaube, wenn wir die Umwelt schützen wollen, müssen wir zuerst bei uns selber anfangen. Sonst wird es ganz sicher nicht besser werden. Jetzt aber zurück nach Frankreich zum schweren Wasser. Als ich nach Basel zurückkam, an die Universität, nach diesem Auftrag in Frankreich, hat man mir gesagt, so, jetzt hast du dem de Gaulle geholfen, die Atombombe zu machen. Ich hätte natürlich sagen können, ja, ich habe ja nur schweres Wasser gemacht. Ja, aber ohne schweres Wasser kein Plutonium und ohne Plutonium keine Atombombe. Kann man auch mit Uran-235 machen, weiß ich das schon, aber die erste Franzosenbombe war eine Plutoniumbombe. Ja, eben. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Irgendetwas da hinten im Hinterkopf hat mir gesagt, Vorsicht, zeig jetzt nicht auf die anderen, auf den de Gaulle oder auf die Militärs und so weiter, sondern besinne dich, bist du tatsächlich unschuldig. Besonders deutlich und klar und anschaulich
hat das ein deutscher Dichter dargestellt. Es ist Eugen Roth in den 60er Jahren mit einem Gedicht, das heißt Das Böse, das Böse. Und lautet folgendermaßen: Ein Mensch, was noch ganz ungefährlich, erforscht die Quanten, schwer erklärlich. Ein zweiter, der das All durchspäht, erforscht die Relativität. Ein dritter nimmt noch harmlos an, Geheimnis stecke im Uran. Ein vierter ist nicht fernzuhalten, von dem Gedanken Kern zu spalten. Ein fünfter, reine Wissenschaft, und über die haben wir jetzt hier zu reden, die reine Wissenschaft, die weiße, unschuldige, reine Wissenschaft, entfesselt der Atome Kraft. Ein sechster, auch noch bona fidlich, das war jetzt ich in Frankreich, will die verwerten doch nur friedlich, ich wollte sie nur friedlich verwerten. Ein sechster, auch noch bona fidlich, will die verwerten doch nur friedlich. Unschuldig wirken sie zusammen, wenn dürften einzeln wir verdammen, ist nicht der siebte erst und achte, der Bomben dachte und dann machte, ist's nicht der böseste der Bösen, der's dann gewagt, sie auszulösen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Den Teufel wird man nie erwischen, er steckt von Anfang an dazwischen. Das ist die entscheidende Frage. Steckt der Teufel von Anfang an dazwischen? Und um das geht es mir jetzt bei diesem Vortrag. Vielleicht sind Sie nicht ganz zufrieden und erwarten Umweltschutzrezepte von mir. Ach, die können Sie überall nachschauen. Die gibt's viele. Es gibt eine Umweltschutzindustrie. Sie können wahrscheinlich im Telefonbuch unter U müssten Sie schauen, können Sie ganze Reihe von Firmen finden. Also erwarten Sie von mir keine Rezepte zum Schutze der Umwelt. Aber jetzt geht's weiter, eben in Basel. Irgendetwas da hinten hat mir gesagt, das darfst du jetzt nicht machen und dem De Gaulle und so weiter Schuld geben. Eben unschuldig wirken sie zusammen. Teamwork heißt das heute. Und ich habe dann als Institutsdirektor, ich wurde dann Direktor des Instituts für Physikalische Chemie in Basel, meine Vorlesungen über physikalische Chemie dotiert mit Fragen: Dürfen wir alles tun, was wir können? Was tun wir eigentlich? Habe Vorträge in der Öffentlichkeit gehalten. In den 60er Jahren war das, wohlverstanden. Im Jahrzehnt des Fortschrittes, der Fortschrittsgläubigkeit, im Jahrzehnt, wo alles möglich war. Ihr werdet leben wie die Götter, ihr werdet sein wie Götter, gab es Bücher. Fortschrittsjahrzehnt. Das 60er Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Und dann geschah es. Dann hieß es, das geht nicht. Der Türkauf muss verschwinden an der Universität. Die Basler Chemie, meine Damen und Herren, sehr mächtige Kraft. Und begreiflicherweise muss die Regierung doch etwa ein Ohr dieser großen Wirtschaftsmacht eben leihen. Und man hat mir dann gesagt, ich müsse von meiner Beamtung zurücktreten. Ich habe der Regierung gesagt, beziehungsweise den betreffenden Regierungsbeamten, ich bin auf Lebenszeit beamtet und ich lebe noch jetzt. Was tut ihr, wenn ich nicht zurücktrete? Die Antwort war, man muss dann ein peinliches Amtsenthebungsverfahren einleiten. Und jetzt die große Gnade. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht geklagt gegen den Staat. Die Juristen haben mir gesagt, ich würde den Prozess gewinnen, denn es sei nicht legal, was die Regierung hier will. Ich bin zurückgetreten. Das heißt Streichung des Gehaltes. Es war damals sehr gefährlich, von Umweltschutz zu sprechen, meine Damen und Herren. Es konnte das, ja nein, es war mit Sicherheit
vorauszusehen, das Gehalt kosten. Bin an der Universität geblieben, denn die Professur konnte man mir nicht nehmen und habe seit dann, das ist also seit 1967, genau jene Vorlesungen gehalten, die man verhindern wollte durch Gehaltsentzug. Das bloß, um Ihnen zu zeigen, es war nicht immer ungefährlich, von Umweltschutz zu sprechen. Es gab damals noch keine Umweltschutzindustrie. Was jetzt nun entscheidend ist, um die Umwelt wirklich zu schützen, das möchte ich Ihnen in dem Vortrag sagen, und zwar auf dem Fundament, das Sie soeben jetzt gehört haben. Und es ist also kein zuckersüßes Fundament, Sie können sich ja das vorstellen. Wenn Sie Näheres darüber wissen wollen, finden Sie es in den Büchern dort, sind meine Bücher. Können Sie es sehen, wie das damals gewesen ist und wie es auch heute noch ist. Aber jetzt zur Sache, was können wir tun? Denn tatsächlich dreht sich der letzte Motor noch schwach. Der vierte dreht sich noch. Aber die Leistung ist schon beachtlich zurückgefallen. Und wenn wir nun nicht etwas tun, etwas Tapferes tun, dann stellt er auch ab. Und dann gibt es eine Notlandung, eine Crashlandung. Und wir haben es tatsächlich in der Hand, das zu verhindern. Aber wie? Wie können Sie das verhindern? Was haben Sie da in Händen, um das zu verhindern? Das will ich Ihnen sagen. Die moderne Naturwissenschaft und ihre Technik sind Kinder des christlichen Abendlandes. Das ist eindeutig klar. Wenn wir die Geschichte der Naturwissenschaft zurückverfolgen, ist sie in der Art, wie sie heute betrieben wird, im christlichen Abendland entstanden. So richtig erwacht ist sie im 17. Jahrhundert, Zeitalter des Barocks. Galilei steht da, Descartes und viele andere, Francis Bacon in England. Da ist sie entstanden und natürlich damit die moderne Technik und damit die Gefahren, die jetzt uns bedrohen. Im christlichen Abendland. Warum denn eigentlich? Warum nicht in der Antike? Das ist doch eine interessante Frage. Dass es im christlichen Abendland entstanden ist, ist historische Tatsache. Und zum Beispiel der Münchner Schriftsteller Karl Ameri schreibt ja ein Buch, die gnadenlosen Folgen des Christentums, und gibt nun dem Christentum die Schuld, eben wieder der andere. Wieder der andere. Ich hörte in Basel einen Vortrag von ihm, und da hat er das Automobil also hart kritisiert, und ich würde sagen, ja, eigentlich zu Recht. Denn es ist eine schwere Umweltbelastung. Brauche Ihnen das nicht zu schildern. Ich kann Ihnen als Chemiker vielleicht lediglich verraten, dass ein Liter Benzin 10.000 Liter Luft braucht. Und aus diesen 10.000 Litern gibt es 10.000 Liter giftige Auspuffgase, auch wenn das Auto katholisch ist. Da hilft der Katalysator also recht wenig, ist auch eine Alibi-Umweltschutz-Industrieproduktion. Also er hat es richtig kritisiert. Und ich bin nach dem Vortrag dann zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, haben Sie ein Auto? Dann hat er gesagt, ja natürlich, ich bin doch kein Fanatiker, hat er gesagt. Natürlich habe ich eines, bin doch kein Fanatiker. Ja eben, ne? Der andere. Sie, wenn Sie jetzt mich fragen, ob wir eines haben, wir haben schon seit 1977 keines mehr. Und es ist manchmal recht mühsam, muss ich sagen. Aber auch vor allen Dingen für jenen Teil der Welt, der innen ist, für die Innenwelt dann aber sehr gesund, weil man dann nicht in Staus kommt, nicht pressieren muss. Es wirkt sehr beruhigend, keines zu haben. Es ist nicht einfach, das weiß ich schon. Nun aber, warum hatte Julius Caesar keine Luftwaffe?
Ja, da heißt es sofort eine dumme Frage, nicht? Ja, ist ja klar. Ja, das ist die Entwicklung. Ja, welche denn? Welche Entwicklung? Ja, welche? Gehen wir zurück in die Geschichte. Rückwärts. Ja, wann entstand denn eigentlich die moderne Naturwissenschaft? Ich habe Ihnen ja schon gesagt. Im Barock, 17. Jahrhundert, da lag sie in der Wiege und hat gestrampelt und geschrien und sie wurde gesäugt und genährt und ist kräftig geworden. Wenn wir jetzt überlegen, wie lang es ging bis zur Luftwaffe des Ersten Weltkrieges, also 1600 bis 1900 sind es 300 Jahre, bis zum Zweiten Weltkrieg 350 Jahre ungefähr. Gehen wir aber vom Barock weiter zurück, dann kommen wir ins Mittelalter, Renaissance, Mittelalter, keine moderne Naturwissenschaft, nichts, null. Im Römischen Reich auch nicht, im untergehenden Römischen Reich sowieso nicht. Das war das Zeitalter der Völkerwanderung, nichts. Die Römer waren keine Wissenschaftler, das waren Militärs, Kaufleute, Realisten, hätte ich beinahe gesagt. Gehen wir aber weiter zurück ins Zeitalter des Perikles, 5. Jahrhundert vor Christus, hat Demokrit von Atomen gesprochen, Leukipp auch. Zeno und der Eleate hatte Betrachtungen angestellt, aber ganz nahe an der Differentialrechnung. Ja, aber keine moderne Naturwissenschaft, obwohl von Atomen gesprochen wurde. Es waren die großen Naturphilosophen der Antike. 5. Jahrhundert vor Christus. Warum ist da kein Galilei gekommen, kein Francis Bacon, kein René Descartes, kein Torricelli? Warum denn nicht? Waren die so viel dümmer als wir? Das wäre doch anmaßend, das zu behaupten. Wenn dort ein Galilei mit der Messung, mit dem Experimentieren aufgestanden wäre, wie lange geht es bis Cäsar aus dem 15. Jahrhundert vor Christus? Cäsar ist etwa 50 vor Christus. 400 Jahre hätte gereicht, die Entwicklung. Hätte seine Luftwaffe gehabt und Vercingetorix, der Gallier natürlich auch eine und über bibrakte Luftkämpfe und eine Anachronie nach der anderen. Warum denn? Ja, was ist das für eine Entwicklung? Jetzt kommen wir zum Kern. Es ist eben mit Evolution die Geschichte nicht zu erfassen. Geschichte ist Ausdruck der Freiheit und Evolution ist eine Folge der Naturgesetzlichkeit. Wir dürfen Evolution und Geschichte nicht verwechseln, wie das die meisten Evolutionisten tun. Es ist ein geschichtliches Ereignis, das das ermöglicht hat. Und das Größte seit der Erschaffung der Menschen. Seit Gott die Menschen erschaffen hat. Sagt das als knallharter Professor für physikalische Chemie und nicht als Zeuge Jehovas und auch nicht als Pfarrer. Nicht? Ich sage bewusst, als Gott die Menschen erschaffen hat. Das zweite ganz große Ereignis nach der Menschwerdung des Menschen, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, das ist der Grund. Wieso? Das muss ich Ihnen sagen. Aber historische Tatsache ist ja, dass die moderne Naturwissenschaft eben ein Kind des christlichen Abendlandes ist. Christus hat jene geistige Position in die Welt gestellt, die erforderlich war für die Messung im Bereich der Materie. Es gab vorher auch Messung, die Geometrie, die Erdmessung. Aber nicht die Messung im Bereich der Materie, im Bereich des Begreifbaren, des Konkreten. Diese Messung gab es nicht und deshalb auch nicht die dazugehörende Mathematik zur Berechnung. Wenn ich etwas messen kann, kann ich es auch berechnen. Warum Christus? Er hat die Freiheit gebracht, die erforderlich ist, zu dem, was René Descartes ausgedrückt hat, Trennung von res cogitans und res extensa, die Innenwelt und die Außenwelt. Die Trennung ist erforderlich, um messen zu können. Der Mensch muss sozusagen aus der Umwelt hinaustreten, um mit seiner Innenwelt die Umwelt von außen anschauen zu können,
eben messen zu können. Denn ein erstes Hauptgebot bei der Messung heißt, der Experimentator, also der Physiker, der Chemiker, darf das zu messende Objekt nicht beeinflussen. Trennung zwischen Objekt und Subjekt. Und das ist jene Freiheit, die Christus gebracht hat, indem er die Individualität des Menschen befreite. Bis Christus war der Mensch in der Gesellschaft, in die er eingeboren wurde, gebunden. Römer war Römer, Jude, Jude, Sklave, Sklave, Frau, Frau und so weiter. Strengstens eingebunden. Diese Freiheit, die uns heute selbstverständlich ist, gab es damals nicht. Dass jeder über sich selber bestimmen konnte, gab es nicht. Für uns ist es selbstverständlich, es ist die Freiheit Christi, auch wenn sie es nicht wissen. Jeder kann Christ sein oder Christ werden. Er hat nicht mehr ein Volk angesprochen wie im alten Bund, das auserwählte Volk, sondern er hat jeden auserwählt, hat jeden beim Namen genannt, du folge mir nach. Können Sie im Neuen Testament auf Seite um Seite nachlesen. Und das war die große Freiheit, die erforderlich war, diese Trennung zwischen Objekt und Subjekt zu vollziehen. Es bedarf das natürlich eines tiefgreifenden Studiums der Geistesgeschichte der Menschheit. Ich kann das jetzt nur ganz grob skizzieren. Jetzt kann man sagen, also hat Karl Ameri recht. Er hat insofern nicht recht, als er bloß die halbe Wahrheit sagt. Und das ist immer eine ganz gefährliche Lüge. Man kann dann immer auf jene Hälfte hinweisen, die ja stimmt, und das andere ist verschwiegen. Christus hat ja gewusst, als wahrer Gott und wahrer Mensch, dass die Freiheit etwas Gefährliches ist. Wenn die Freiheit von statt für beansprucht wird, die Freiheit von der Umwelt statt für die Umwelt, die Freiheit vom Nächsten statt für den Nächsten oder eben die Freiheit von Gott statt für Gott, wertfreie Wissenschaft heißt das auf wissenschaftlich. Oder auf Deutsch wird es heißen gottlose Wissenschaft. Frei von Gott statt frei für Gott. Der Dichter Gottfried Keller sagt, wenn das Freiheit ist, dass jeder tut nach seiner Lust, und da erinnert mich eben das Bild auf dem Prospekt daran, wenn das Freiheit ist, dass jeder tut nach seiner Lust, dann sind die Säu ein freies Volk in ihrem Wust. Das ist keine Freiheit. Das ist eben die vermeintliche Freiheit der lustorientierten Welt des Hedonismus. Das ist keine Freiheit. Frei ist der Mensch erst dort, wo er die ethischen Gesetze befolgt. Und das sind immer die 10 Gebote Gottes. Das kann man auch klipp und klar nachweisen. Auch die Gesetze der Sowjetunion, der marxistischen Staaten beruhen auf den 10 Geboten Gottes. Tragischerweise leugnen sie allerdings Gott, man kann es nachweisen. Sie finden überall die 10 Gebote, auch in der Gesetzgebung der atheistischen. Und deshalb hat Christus, weil er das gewusst hat, für die große Freiheit, die er uns gebracht hat, die große Freiheit, jeder kann unabhängig von seiner Herkunft Christ sein, Christ werden, ihm nachfolgen. Müssen sich das bewusst sein, dass das vorher nicht der Fall war, dass das Individuum, dass die Person die Individualität nicht bestimmen konnte. Sie war gebunden an die Gesellschaft, in der sie gelebt hat, ganz hart, zum Beispiel eben das Sklaventum. Oder was eben ganz klar der Fall war, die Unterdrückung der Frau war auch ganz klar befreit, wurde sie eigentlich erst durch die christliche Botschaft, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Durch die Ordensgelübde konnte die Frau sich vom Zwang einer Ehe entbinden, vorher war das ganz einfach nicht möglich, sie wurde geächtet, wenn sie keine Ehe
eingegangen ist oder auch wenn sie keine Kinder gebären konnte. Das gibt es erst seit dem Christentum. Das ist die Freiheit Christi, ist eine historische Tatsache. Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob eine Tatsache existiere oder nicht. Deshalb hat er etwas anderes Großes gebracht. Die Liebe bis hin zur Feindesliebe. Gibt's nirgends, gibt keine Religion mit diesem hohen Liebesgebot, Liebe bis hin zur Feindesliebe, gibt's nicht. Und jetzt die Tragödie. Die Freiheit haben die Menschen schon gewollt, die er gebracht hat, aber die Liebe nicht. Jetzt wurde es Freiheit ohne Liebe, und Freiheit ohne Liebe ist Gefangenschaft im eigenen Ich, ist Egoismus. Und diese große Freiheit, die ermöglicht hat, Naturwissenschaft zu betreiben, diese Freiheit der Trennung zwischen Objekt und Subjekt, wurde ohne Liebe wahrgenommen in der Wissenschaft. Und deshalb ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ganz klar. Freiheit ohne Liebe. Und im Christentum heißt das Freiheit ohne Gott, weil Gott die Liebe ist, nach dem Evangelium, nach dem ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe. Die Wissenschaftler sagen allerdings nicht, gottlos täten sie forschen. Sie sagen, wertfrei täten sie forschen, wertfrei. Und das ist jetzt eben die Quintessenz der Gefahr, wenn ich das so sagen darf. Diese Wertfreiheit, weil es nämlich Gottlosigkeit ist. Ganz klipp und klar. Im Laboratorium hat Gott und seine Gebote haben nichts zu suchen, weil es ja das Höchste ist, das es gibt, Naturwissenschaft. Die forscht eben wertfrei. Nun, wenn die Wissenschaftler Philosophen wären, sie sind es leider nicht. Sie sind in erster Linie Macher und erst in zweiter Linie Denker. Denn das Experiment entscheidet. Die Tat, die Handlung, die Machung. Jede Messung ist eine Handlung. Die Laboratorien sind verfeinerte, verlängerte Hände des Menschen, wenn ich das im Bilde so sagen darf. Jede Messung ist eine Handlung, eine Tat. Das Haupterkenntniswerkzeug der modernen Naturwissenschaft ist die geistgelenkte Hand des Menschen. Selbstverständlich dürfen wir mit den Händen forschen. Wir dürfen sie nach unten zur Materie halten, um die Materie zu begreifen. Heißt ja das deutsche Wort begreifen, hängt mit dem Greifen zusammen. Wir dürfen das, aber wir dürfen es nicht ohne Gott. Wir müssen zuerst fragen, ob wir das, was wir da tun wollen, auch dürfen. Das ist ja sonst eigentlich bei den Zivilgesetzen der Fall. Ja, wie mancher will dann da in die Kasse langen und er weiß, ich darf aber nicht. Das heißt, heute heißt es allerdings, du darfst schon, wenn du dich nicht erwischen lässt. Nicht? Das ist eben diese Wertfreiheit. Aber es gilt ja auch schon beim Zivilgesetz, dass wir nicht alles dürfen, was wir können. Wir können in die Kasse langen, aber wir dürfen nicht. Und das gilt eben auch im Laboratorium bei der Naturforschung. Ich sage Ihnen das ja nicht als Pfarrer. Ich sage es Ihnen ja als Naturwissenschaftler. Als knallharter Naturwissenschaftler. Oder wenn Sie wollen, als urknallharter, weil ja die Welt nach der modernen Naturwissenschaft, wie Sie ja sicher wissen aus dem Blick und Quick und aus diesen Zeitschriften, hat ja mit einem Urknall angefangen, wird ja auch abgebildet. Kürzlich habe ich es gesehen, glaube ich, in der Bunten oder irgendwo so. Hat mit einem Urknall angefangen. Urknallhart, sage ich Ihnen das. Übrigens, das steht schon in der Heiligen Schrift. Dort heißt es eben, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das hat zünftig geknallt, meine Damen und Herren. Das war eine ungeheure Elementarteilchenexplosion. Aber es heißt eben nicht, und Gott knallte, es heißt, und Gott sprach. Aber heute muss es knallen, damit es ankommt. Deshalb, ich sage es Ihnen, als urknallharter Naturwissenschaftler.
Geht nicht, dürfen wir nicht machen. Sonst kommt es so heraus, wie es herausgekommen ist. Wenn die Naturwissenschaftler Philosophen wären, würden sie sehen, dass es diese Wertfreiheit, die sie beanspruchen, gar nicht gibt, weil nämlich diese beanspruchte Wertfreiheit eben keine moralisch-ethischen Werte im Laboratorium haben zu wollen, selber ein moralisch-ethischer Wert ist. Es ist nämlich der moralisch-ethische Wert, keine moralisch-ethischen Werte haben zu wollen. Ein sehr gefährlicher moralisch-ethischer Wert. Man kann sagen, es handelt sich um den alle Werte entwertenden Wert der Wertfreiheit. Es ist dieser alle Werte entwertende Wert der Wertfreiheit, auf Deutsch die Gottlosigkeit, die uns heute bedroht. Und das ist die Quintessenz, die Gottlosigkeit. Noch einmal, ich sage es Ihnen als Professor für physikalische Chemie, der mitgeholfen hat, die erste französische Atombombe zu bauen. Nicht als Pfarrer. Es ist ganz ernst geworden. Der vierte Motor blubbert bereits, knallt, stößt Flammen und Rauch aus. Es ist allerhöchste Zeit. Ja, was sollen wir tun? Habe Ihnen schon gesagt, wir dürfen mit diesen Händen forschen, ist nicht verboten. Wir dürfen Taten vollbringen, um Erkenntnis zu erlangen. Aber wir müssen mit diesen Händen, bevor wir sie nach unten halten, vorher etwas anderes tun. Wir müssen sie falten, zum Gebet falten und sie nach oben halten, damit der Heilige Geist inspiriert und nicht bloß nach unten, wo dann die Inspiration von unten kommt. Wenn Gott für uns eine Gegenstandslosigkeit ist, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn seine Geschöpfe in eine solche Verlassenheit geraten. In dieselbe Verlassenheit, in die die Kinder geraten, die die Eltern abweisen. Sie von den Eltern sich verabschieden und sagen, ich will nichts mehr von dir, von euch wissen, kommt schief. Und das haben die Menschen getan mit einer wertfreien Naturforschung. Sie nach oben halten, damit der Heilige Geist sie erleuchtet, die Naturwissenschaftler. Sonst kommt die Inspiration von unten. 350 Jahre lang wurde praktisch nur mit den Händen nach unten geforscht. Sie wurden nicht gefaltet und nach oben gehalten. Ausnahmen vorbehalten. Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen nicht. Und so kommt es, wie der Eugen Roth in der letzten Strophe sagt, den Teufel wird man nie erwischen, er steckt von Anfang an dazwischen. Und so habe ich eigentlich jetzt bereits jenen Punkt des Vortrages erreicht, der mir das Hauptanliegen ist. Es geht aus dem Titel nicht hervor, ich weiß das schon, aber die Organisatoren kennen meine geistige Haltung und Sie können sich also nicht beklagen, wenn ich jetzt so deutlich über das rede, was mir das Hauptanliegen ist. Und das ist eben die Hinwendung zu demjenigen, der die Welt erschaffen hat. Die moderne Naturwissenschaft, die wertfreie, ja, die bestreitet das mit den raffiniertesten Theorien, das weiß ich schon, kenne alle diese Theorien. Selbstorganisation der Materie, Zufall und Notwendigkeit physikalisch-chemischer Prozesse. Ja, selbstverständlich sind physikalisch-chemische Prozesse notwendig für das Leben. Sicher. Aber sie sind nicht hinreichend. Sie können so viel Chemie und Physik machen, wie sie wollen. Es gibt nie ein Lebewesen. Nicht einmal einen Bruchteil einer lebenden Zelle. Es geht nicht. Leben ist eben viel mehr als Chemie und Physik. Physikalisch-chemische Prozesse sind notwendig, aber nicht hinreichend. Der erkenntnistheoretische Kurzschluss der Behauptung Leben gleich Chemie und Physik beruht auf folgendem kurzschlüssigem Denken und hängt nur mit der Umweltzerstörung zusammen. Wenn wir die Umwelt so behandeln, als sei es nichts anderes als ein physikalisch-chemisches System,
ja, dann wird sie langsam nichts anderes als ein physikalisch-chemisches System. Und das heißt, sie wird tot, denn die bloß physikalisch-chemischen Systeme, die sind eben tot. Die Maschine lebt nicht, die Maschine hat keine Freiheit. Wenn man zynischerweise sagen wollte, doch, sie hat eine. Die einzige Freiheit, die die Maschine hat, ist die Panne, meine Damen und Herren. Dann befreit sie sich von den mechanistischen Zwängen. Wenn wir die Welt als ein bloß physikalisch-chemisches System behandeln, dann wird sie ein bloß physikalisch-chemisches System. Das ist eine Leiche. Die Leiche, die gehorcht nur noch den physikalisch-chemischen Gesetzen. Und was macht sie? Sie zerfällt. Die Umwelt zerfällt. Die Wurzel dieser Katastrophe liegt eben in der wertfreien, in der gottlosen Naturforschung und Technik. Dort liegt's. Und wenn wir versuchen, das auf anderem Weg, ohne Gott, in Ordnung zu bringen, dann wird's weitergehen. Das ist ganz sicher. Natürlich braucht es da etwas, das man Glauben nennt. Und das ist ja das Problem, der Glaube. Niemand kommt ohne Glaube aus. Auch der Atheist glaubt. Er glaubt, dass er nicht glaubt. Er kann seinen Unglauben so wenig beweisen, wie ich meinen Glauben an Gott wissenschaftlich beweisen kann. Und wenn man nicht an Gott glaubt, dann glaubt man an alles. Ein Erzbischof und Kardinal von München, Döpfner, hat gesagt vor langer Zeit, also vor einigen Jahrzehnten, es ist kaum zu glauben, was man alles glauben muss, wenn man ungläubig ist. Was da alles geglaubt wird, das ist unglaublich. Und es ist sicher zu attestieren, dass es einen starken Glauben braucht, um an die Wissenschaft zu glauben. Einen viel stärkeren, als um an Gott zu glauben. Nur ist es leider der verkehrte Glaube. Genügt das noch nicht, muss es noch schlimmer kommen. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, Sie haben es in Händen, dafür zu sorgen, dass der vierte Motor nicht ganz abstellt, indem Sie sie zum Gebet falten. Die stärkste Kraft, die der Mensch in Händen hat, ist die Kraft der gefalteten Hände. Ja, jetzt kommt natürlich das große Problem. Hilft doch nichts, beten nützt's nicht. Wurde jetzt 2000 Jahre gebetet, wie ist's herausgekommen? Ja eben. Man müsste zum Beispiel fragen, wie gebetet worden ist. Oder wie es schon vor 500.000 Jahren gekommen wäre, wenn nicht gebetet worden wäre. Wir müssten uns fragen, würde die Welt ohne die Beter noch existieren? Gott kann sie von einem Tag auf den anderen ins Nichts verwandeln. Er hat sie auch aus dem Nichts erschaffen. Das ist ihm möglich. In seiner Allmacht. Er tut es offensichtlich nicht, aus Liebe nicht. Aus Liebe zu den Menschen tut er es nicht, weil er sich nach der Liebe der Menschen sehnt. Er möchte möglichst viele Menschen dahin bringen, an jenen Ort, wofür er sie erschaffen hat. Einfach ausgedrückt, in den Himmel möchte er sie. Und wenn er die Welt vernichtet, verschwindet ja diese Möglichkeit. Das ist der Grund. Er hat ja alle Ursache dafür. Es wird ja täglich schlimmer. Ich möchte Ihnen jetzt bloß zum Schluss zeigen, wie schwierig es ist mit dem Beten. War nicht immer so. Das war nicht immer so. Aber heute ist es ganz besonders schwierig geworden. Wer hat denn am meisten Schwierigkeiten mit dem Beten? Das sind die Intelligenten, meine Damen und Herren. Und wer ist heute nicht intelligent? Bei den Schulen, die wir haben, wer ist das nicht? Alles in den Kopf, Herz verschrumpft. Wir züchten großkopfige Schrumpfherzen an unseren Schulen und Universitäten. Sicher soll der Kopf nicht verneint werden, aber er ist nicht alles. Das Herz ist das Gefäß der Liebe und das Herz ist somit eben mystisch gemeint, nicht nur als Blutpumpe, wie die materialistischen Anatomen das behaupten. Das Herz ist das Gefäß der Liebe, die Herzensbildung und somit die Bildung überhaupt fehlt. Wird bloß Ausbildung getrieben, aber die Bildung fehlt und es gibt keine Bildung ohne Gott. Ohne Gott gibt es keine Kultur,
höchstens eine kulturlose Zivilisation. Und die Staatsform der kulturlosen Zivilisation ist die Technokratie, die Herrschaft der Maschine. Das haben wir. Und die Herrschaft der Maschine will alles in eine Maschine verwandeln. Und die Maschine ist tot. Wir verwandeln die Erde immer mehr in eine Maschine aus Liebelosigkeit. Und das heißt mit anderen Worten, aus Gottlosigkeit. Schauen Sie, ich habe viel Verständnis dafür, dass es so schwierig ist mit dem Beten. Ich habe nämlich auch einmal geglaubt, genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt. War auch einmal naturwissenschaftlicher Materialist in jener Zeit, wo ich das schwere Wasser gemacht habe. Das ist die größtmögliche Dummheit, die es gibt, zu meinen, genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt, weil die Dummheit dann mit der Intelligenz wächst. Je intelligenter einer ist, der das sagt, umso dümmer ist er auch. Und meine Dummheit muss beachtlich groß gewesen sein, denn ich bin ja Professor an der Universität Basel, was auch heute noch eine gewisse Intelligenz voraussetzt. Es klingt sehr hart, aber die Wahrheit ist in einer Zeit der Lüge immer unangenehm. Und dass wir in einer Zeit der Lügen leben, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Sie müssen nur die Plakatwände anschauen. Eine Lüge nach der anderen. Es sind die Intelligenten. Wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen sage, wir müssen beten, sagen leider die meisten, hört doch auf, es hat doch keinen Sinn. Ich frage Sie, ja, habt ihr gebetet? Nein. Ja, warum nicht? Weil es keinen Sinn hat, ist ein schöner materialistischer Zirkelschluss. Es ist natürlich leichter über jene, die beten, zu lächeln und zu spötteln, sich überlegen, intelligent zu fühlen, als die schwere geistige Arbeit auf sich zu nehmen, beten zu lernen, die zu Gott hingewendete Sprache zu lernen. Wenn man intelligent ist, kann das viel geistige Arbeit bedeuten. Nicht für alle, es gibt auch jene mit dem direkten Weg zu Gott durchs Herz. Von jenen hat der Herr gesagt, ich preise dich, Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, dass du dies den Klugen und Weisen verborgen hast und den Unmündigen geoffenbart. Den einfachen Herzen, die Intelligenten haben Schwierigkeiten, aber Gott darf ja von den Intelligenten erwarten, dass sie ihre Intelligenz verwenden, um ihn zu erkennen. Man darf mit den Händen forschen, wenn man sie vorher zum Gebet faltet. Sonst ist die Gefahr vorhanden, dass die Inspiration, wenn wir sie nur nach unten halten, um zu begreifen, dass die dann auch von unten kommt. Ich möchte Ihnen zum Schluss jetzt zeigen, wie viel geistige Arbeit es sein kann, für einen intelligenten Menschen beten zu lernen. Um sie aufzumuntern, es zu tun, auch wenn es ihnen Schwierigkeiten bereitet. Es ist die zu Gott hingewendete Sprache. Das Gebet ist die zu Gott hingewendete Sprache. Schauen Sie, Sokrates hat nicht gesagt, ich weiß, dass es Gott nicht gibt, weil ich so viel weiß. Er wusste sicher viel. Er hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist das sokratische Wissende Nichtwissen. Es ist heute tatsächlich schwerer geworden, sokratisch weise zu sein, weil man heute viel mehr wissen muss, bis man weiß, dass man nichts weiß. Dann bleiben viele irgendwo stehen, wie ich ja auch, und glauben dann genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt, also die größtmögliche Dummheit. Hören Sie, wie viel geistige Arbeit es sein kann, zum Beispiel für einen intelligenten Professor für physikalische Chemie, der meint, genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt, wie viel geistige Arbeit es sein kann, diese zu Gott hingewendete Sprache zu lernen.
Ich lese Ihnen jetzt einen Text auf Deutsch. Sie werden aber bloß die Wörter verstehen, aber das Wort nicht, den Sinn nicht, den Text nicht, die Sprache nicht. Sie werden gleich sehen, warum. Kommt aus meinem Fach Quantenmechanik. Deutsch, hören Sie sich das an. Man gehe aus von der Hamilton-Jacobischen Differentialgleichung und suche durch eine beliebige Transformation solche Variable, dass die Gleichung durch Separation der Variablen gelöst werden kann. Das heißt, SH gleich Integral von PH als Funktion von QH, Alpha I bis Alpha X nach DQ, führt man diese Integration über den ganzen Variabilitätsbereich von Q aus, so wird. Interessant, ja. Da kann ich weiterlesen, bis Sie alle davon gelaufen sind. Weiß ich schon. Hör jetzt aber auch auf. Wenn Sie mich fragen, was Sie tun müssen, um auch den Text zu verstehen, den Sinn, die Sprache, je nach Begabung, 3 bis 5 Jahre Physikstudium, es gibt Tausende, die lesen das wie die Bildzeitung oder den Quick oder so etwas, weil sie es gelernt haben. Ich spreche Ihnen jetzt einen Text, der ist für Dutzende nur Deutschsprechende. Ebenso unverständlich wie dieser Text aus der Quantenmechanik für einen Nichtphysiker. Mangels religiöser Bildung, weil sie die zu Gott hingewendete Sprache nicht gelernt haben. Schauen Sie, wenn einer sagt, hat keinen Sinn zu beten, lernt es aber nicht, weigert sich das zu lernen, dann gleicht er jenem, der geht nach Frankreich, lernt aber nicht Französisch und kommt nach 14 Tagen zurück und sagt, es hat keinen Sinn, mit den Franzosen kann man nicht reden. Ich spreche Ihnen jetzt einen Text, der ist für Dutzende Millionen nur Deutschsprechende. Ebenso unverständlich wie dieser Text aus der Quantenmechanik für einen Nichtphysiker mangels religiöser Bildung. Und so kommen wir wieder zum letzten Motor dieses makabren Witzes am Anfang des Vortrages. Dieser Text heißt nämlich Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dutzende von Millionen zucken die Achsen, was soll das heißen? Vater unser, der du bist im Himmel, ist doch ein Blödsinn, nicht? Wieder nicht Physiker, was soll das heißen? Man geht aus von der Hamilton-Jacobischen Differentialgleichung. Ich möchte Ihnen mit diesem Textvergleich zeigen, wie viel geistige Arbeit es für einen intelligenten Menschen sein kann, beten zu lernen. Aber es wird nicht ohne das gehen, wenn nicht genügend Menschen die Hände falten und diese stärkste Kraft in die Hände nehmen, dann wird der letzte Motor abstellen. Dann wird er mit einem Knall stehen bleiben. Es ist so, wie der deutsche Dichter Reinhold Schneider in der schweren Zeit des Zweiten Weltkrieges gesagt hat. Im Zweiten Weltkrieg sind ja die schönen Städte Europas durch die Früchte dieser wertfreien, dieser gottlosen Wissenschaft in Schutt und Asche gefallen. Moderne Waffen sind immer komplizierte physikalisch-chemische Systeme. Gegen die gelagerten Atombomben sind alle Bomben, die im Zweiten Weltkrieg und in allen Kriegen gefallen sind, Knallerbsen dagegen. Reinhold Schneider: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter, eben die Macher, denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten,
was sie erneuern, über Nacht veralten, und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Auge entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen, mit Leben. Und es geht ja um das Leben beim Umweltschutz. Ich weiß, dass ich Ihnen nur eine grobe Schwarz-Weiß-Skizze von dem zeichnen konnte, was ich sagen will. Sie finden mehr in den Büchern, die ich schon genannt habe, wenn Sie sich dafür interessieren. Wir wollen jetzt im Anschluss an diesen Vortrag, weil ja morgen im Plenum ein Gespräch ist, nicht zerdiskutieren. Ich betone, nicht zerdiskutieren. Ich bitte Sie, darüber zu meditieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.